Dieser Kiosk hier ist Kult und Bonner Geschichte. Heute macht das Bundesbütchen wieder auf. 14 Jahre hatte es in einem Depot geschlummert. Jetzt ist der denkmalgeschützte Kiosk aus der Bonner Republik frisch renoviert. Das Bundesbütchen, einst Treffpunkt von Politikern und Journalisten. Auch der ehemalige WDR-Intendant Friedrich Nowotny, der hier gerne eine Bockwurst. November 1981, wenn der Intendant des WDR Friedrich Nowotny wegen einer verlorenen Wette bei Wetten das Würstchen in einem Kiosk verkauft, dann muss es schon ein ganz besonderer sein. Bundesbütchenbesitzer Jürgen Rausch hat lange dafür gekämpft, dass der wohl berühmteste Kiosk Deutschlands in sein altes Viertel zurückkehrt, ins ehemalige Regierungsviertel. Das Bütchen selber bedeutet mir sehr viel und ich bin stolz drauf, dass andere das auch so sehen. Leute, die wichtig sind, die eine Menge zu sagen haben. Kanzler und Minister waren seine Kunden. Das Bundesbütchen ist ein Stück Zeitgeschichte. Es soll wachgehalten werden, gerade den jungen Menschen. Ich war oft entsetzt. Unglaublich, dass viele nicht mal wissen. Beispiel der Name Franz Josef Strauß. Wer ist das denn? Den Betrieb des Bundesbütchens übernimmt eine Bäckereikette. Nach 30 Jahren Arbeit im Kiosk will Jürgen Rausch etwas Neues ausprobieren. Mit einem Verein will er dafür sorgen, dass sein Kiosk noch vielen Generationen als Denkmal erhalten bleibt.